Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin heute mal wieder ein bisschen unterwegs und möchte wandern gehen. Diesmal geht es an den Teufelstisch, das ist bei Hinterweidenthal. Und die Strecke wird so 21 bis 22 Kilometer lang sein, startet aber nicht direkt am Teufelstisch, sondern wir werden in Dahn starten und dann an den Teufelstisch laufen und von dort aus dann wieder zurück nach Dahn. Ich blende euch mal die Strecke ein, für diejenigen, die es interessiert. Ich habe auch wieder meine Drohne dabei. Müssen wir schauen, ob wir bei dem Wetter sie fliegen lassen können und ein paar schöne Videos bekommen. Es hat die ganze Zeit bewölkt gemeldet, aber wenigstens kein Regen. Im Moment ist noch alles neblig. Es ist erst kurz nach 7. Ich hoffe, das wird noch besser. Aber die Sonne kommt jetzt auch schon raus. Deswegen, ich bin guter Dinge, dass wir ein paar schöne Videos reinbekommen. Und ich hoffe, dass euch das Ganze gefällt. So, wir sind dann angekommen und natürlich geht es direkt die ersten paar Meter schon nach oben. Aber hier ist schon direkt, ich glaube, das heißt Dahner Felsentor oder sowas. Also fängt direkt schon mal mit einer guten Sehenswürdigkeit an. Und ich habe es schon öfters auf Bildern gesehen. Jetzt bin ich auch mal selbst hier. War ja klar, trotz Navi habe ich mich natürlich gleich mal bei der dritten Abzweigung vertan und bin umsonst den ganzen Berg hier hochgeklettert. Trotzdem ganz cool hier oben, wie gesagt an diesem Felsentor vorbei. Naja, war Absicht. Ich wollte hier oben mal gucken, was hier oben ist. Und jetzt geht es wieder runter und dann geht es wieder den richtigen Weg lang. Thank you.
so schön, wenn die Sonne rauskommt, hier durch den Wald zu laufen. Und man hört einfach nichts außer die Vögel. Ich weiß nicht, ob man es hört jetzt. Einfach nur super. Puh. Nach dem Berg hoch hier, muss ich sagen, bin ich ganz schön am Sack. So, jetzt war ich auch mal am Teufelstisch. Ist echt beeindruckend, wie der sich da oben hält und nicht gleich runterpurzelt. Auch der Platz außenrum ist echt schön. Man kann um den Teufelstisch drumherum laufen, kann ihn sich von allen Seiten angucken. Und was auch cool ist, direkt unten am Fuß vom Teufelstisch hier, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, da ist kurz unten drunter, ist auch eine riesenlange Rutsche, die dann runter geht auf den Spielplatz. Also auch wenn man mit Kindern hierher kommt und sowas. Dann können die auch auf den Spielplatz gehen. Hat man eine Ausrede dann. Ne? Und auch rund um den Teufelstisch, wenn man ein Stückchen weiter geht, ist noch so ein auch ein noch etwas größerer Felsen. Teufelsküche. Und noch ein paar Schritte wieder in die andere Richtung war dann nochmal so ein Mini-Teufelsküche oder sowas. Also hat echt Spaß gemacht. Vor allen Dingen die Sonne kam raus. Das Wetter war echt gut, als ich da war. Ich konnte die Drohne fliegen lassen. Und ich denke, ich konnte ein paar gute Aufnahmen machen. Ihr habt ja bestimmt schon gesehen. Und ja, ich habe jetzt auch schon die Hälfte hinter mir. Ich habe, glaube ich, jetzt so 14 Kilometer habe ich jetzt. Habe noch so 7, glaube ich, vor mir. Und ja, die Strecke war bis jetzt echt cool. Man hat viel gesehen. Hat mir echt Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt noch auf die restlichen 7 Kilometer.
war natürlich Quatsch, was ich heute Morgen gesagt habe. Heute Morgen das erste, was wir gesehen haben, war nicht das Dahnefelsentor. Das war das, wo wir eben vorbeigekommen sind. Keine Ahnung, ob der andere Fels irgendeinen Namen hat oder sowas. Und jetzt sind wir gleich an der Burg Neudahn. Da kann ich vielleicht nochmal die Drohne fliegen lassen. So, das war jetzt nochmal die Burg Neudahn zum Schluss. Konnte nochmal schön die Drohne fliegen lassen. Sonne war zwar nicht da, aber es ist bewölkt und sehr angenehm. Ich hoffe, ich konnte nochmal ein paar gute Videos machen. Ansonsten habe ich jetzt die letzten 2,5 Kilometer vor mir noch. Dann bin ich schon im Auto. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder sogar ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Vlog wieder. Also, macht's gut. Ciao.